Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, nachdem wir jetzt beim letzten Mal den anderen Typen noch geholfen haben, Eduard, ach, keine Ahnung, ob den Namen vergessen ist, sind wir dann zurück. Wir haben die Religion erledigt, einen Dolch besorgt, wo wir jetzt noch einen Dolch besorgen müssen. Dann müssen wir dem anderen helfen, weil er abgemoxt werden soll. Scheinbar. Und wir haben fleißig geklaut. So wie sich's gehört. Na, dass wir den ganzen Plunder demnächst auch nochmal verkaufen müssen. Werde ich mal schauen. Wo kommen die denn immer alle her? Die ganzen Truhen hier. Und wir müssen die geklauten Sachen noch verkaufen irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Die müssen wir mal schauen. Hier. Bruder Egan war das, okay. Was ist denn das hier? Wow. Nö. Kommen wir hier hinter? Okay. Warten wir einen kleinen Moment, ja? Und zu klauen. Nö. Okay, das nicht mitbekommen, wirklich. Egal, die brauche ich mal nicht. Das Gold. Können die behalten. Das können die behalten. Wir haben eh soweit sehr viel geklaut. Inventar, Quest. Längst überfällig. Bücher gefunden. Und das ist das. Die Transdolch Ugnas durch. Die Empfehlung. Könnt ihr erstmal erledigen. Waffen. Nee. Weg. Das Ding kann weg. Dat. Voll viel zu verschäbeln, ey. Wir müssen wahrscheinlich auch noch Sachen reparieren, ne? Rüstung. Sägeschleier. Plus 15 Mana-Regeneration pro Sekunde. 15% Chance pro Treffer, einen Mana zu rauben. Plus 10% Chance auf Mana-Raub. Plus, minus 7 Mana-Kosten. Ja, weiß nicht. Stars, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Die Machtrobe. Ah, nützt mir eh nicht. Das kann halt auch noch weg, oder wir ziehen das an. Studios, Kyras der Rüstungskeit. Naja. Das kann weg. Das. Okay, das war das geklaute. Das wir so eigentlich nicht verkaufen können, aber das kann auch weg. Die behalte ich. Oh, weg damit. Okay, Accessoires. Giftresistent, Eisresistent, naja. Schadensresistent, das ist schon ganz gut. Das kann weg. Das.
Wir haben den hier plus Mana-Regeneration. Ich würde sagen, den behalte ich erstmal. Konsumgut. Großes Blutungsresistent. Was für ein Trink geklaut habe. Junge, Junge. Gegenstände. Das waren die hier. Können wir auch verkaufen, ne? Sogar. Feuerresistent, Leben. Das sind die Sachen. Bratpfanne. Schlüsselring. Ganzen Bücher, ey. Uiuiui. Lunder. Jo, da haben wir einiges zu verkaufen. Mich würde ja interessieren, wie viel wir dann dadurch kriegen. Jetzt, wie sie quatschen. Macht keinen Ärger. Nee, nö. Ich klau nur. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Schwester Zelda. Meint ihr dieses Buch? Ihr habt das Buch der Weihe? Aber wie? Die Mönche von Sankt Odwig halten es in ihrem Reliquiar unter Verschluss. Vater Dünwell leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Texte in diesem Buch das Gegenteil belegen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht, meine Liebe. Ihr habt vielen Hoffnung gegeben. Bitte, nehmt dieses Gold. Mehr habe ich nicht. Aber ich werde es nicht mehr brauchen, wenn ich mein Armutsgelübde ablege. Ich hab's aber geklaut. Okay, das ging schnell. Ich hab's einfach nur geklaut. Achso, die sind reingegangen, ne? Wir müssen hier einmal rein wegen reparieren. Wir können auch die Kits nutzen, aber die nutzen wir für unterwegs. Die behalten wir. Bei uns erstmal. Zerlegen können wir halt auch noch Sachen. Erstellen. So können wir halt Sachen erstellen. Magie. Alles, Mann. Dafür müssen wir halt das noch erweitern. Wir behalten die Sachen erstmal. Sonnenuntergang nicht nach draußen. Hallo. Kann ich euch helfen? Reparieren. Alles. 520 kostet es aber nur zu reparieren alles. Es geht sogar. Okay, 5731 haben wir noch. Kaufen. Ja, was benötigt ihr? Plunder verkaufen. So, wir haben jetzt 5731. 6212 einfach mal. Nur ein Plunder. Das, was wir nicht brauchten. Also, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Weil es einfach nur Platz verbraucht. Ach ja. 11.945. Wiedersehen. Sehr schön. Ich muss mich gerade strecken, sorry. Ganz Zeit gleich sitzen und dabei aufnehmen ist halt so. Ja, okay. Hallo. Sind oben oder sind die? Was ist denn?
Berg Artwald. Ihr habt es geschafft und gerade noch rechtzeitig. Gebt mir den Trank. Er wird helfen, aber das reicht nicht. Jemand muss zu den Feien gehen und ihnen erklären, was hier geschehen ist. Ein kleines Missverständnis und die Feien betrachten uns nicht länger als Fremde, sondern als Feinde. Ich hab den aber geklaut gehabt. Warum ist das Mädchen wichtig? Sie ist ein Mitglied des Hauses der Balladen, dem legendären Hof der Feienhelden. Das sind unvergleichliche Krieger, die ihrem Namen über Jahrhunderte enormen Ruhm gebracht haben. Würde einer von ihnen von einem Sterblichen getötet, würden das Haus der Balladen und sein König gnadenlos Rache nehmen. Nach einem Tag wäre Gorhard nur noch eine Ruine. Was können wir tun? Ich bin noch nicht ganz sicher, aber das ist gefährlich. Sie ist eine Feie. Und schlimmer noch, eine Ritterin aus dem Haus der Balladen. Feien töten einander nicht. Es muss also jemand aus Gorhard gewesen sein. Wenn das Haus der Balladen davon erfährt, wird sein König Gorhard niederbrennen. Sie betrachten alle Sterblichen als Eindringlinge. Wir könnten zu den Kriegsgeweihten gehen und einen Schutzeid anfordern. Aber dafür müssten wir bezahlen. Wir dürfen die Sache nicht vertuschen, aber wem sollen wir davon erzählen? Ich gehe zur Kriegsgeweihtenfeste. Ich gehe zum Haus der Balladen. Ihr erweist euch als überaus hilfreich, meine Liebe. Ich bin euch sehr dankbar und werde für eine angemessene Ehrung sorgen. Gerüchten zufolge liegt das Haus der Balladen gar nicht weit von hier, in Glendara im Nordosten. Vielleicht gewährt man euch ja Einlass. Da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Haus der Balladen. Ich weiß nur, was mir in meiner Jugend erzählt wurde. Dass König Wenzen und sein Hof der Zauber überaus heldenhaft waren. Meine Großmutter hat abends davon gesprochen, als sie auf meiner Bettkante saß. Soweit ich weiß, ist das Haus der Balladen nur ein Mythos. Aber ich habe dennoch das unbestimmte Gefühl, dass es existiert. Irgendwo da draußen im dichten Nebel der Feienlande. Es liegt östlich von hier in den Wiesen von Jolvan. Die Feienlande sind ein gefährlicher Ort. Es wimmelt dort vor Kreaturen, die so seltsam sind, dass ihr euch wie im Traum wähnt. Passt schon. Lebt wohl. Da liegt sie. Mit dem Kopf mit einem Kissen drin. Na, na, na. Hallo. Kann ich euch helfen? Ich werde ganz sanft sein. Hört sich auch so falsch an, ey. Gesprochen. Seid auf der Hut da draußen. Ich werde ganz sanft sein. Welche haben wir jetzt eigentlich an? Ach so, das ist das. Was? Burger? Braucht ihr etwas? Tötet die Gebrüder Krast. Bringt mir ihr also gut. Naja. Ja, was kann ich euch bringen? Ist da noch irgendwas anderes? Nö. Ein gezauberter Stab der Gesir. Naja. Was haben wir denn noch? Alles Müll. Momentan. Herstellen wird wahrscheinlich besser später sein. Escher Schlüssel. Wir holen uns mal noch ein paar Dietricher und den Schlüssel. Bleibt in der Nähe. Können wir wahrscheinlich für irgendwas gebrauchen. Aber wo ist denn der Typ? Wenn er hier dran arbeiten soll? Oder steht er hier vorne? Bleibt in der Nähe des Dorfes. Ach nee, das ist der hier hinter ist. Mit dem wir schon gequatscht haben, okay. Der da. Hallo. Einen schönen Tag noch. Naja. Verdammte rote Legion. Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Zu arbeiten? Er hat doch gerade gepennt.
Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Warum gibt ihr ihn mir nicht? Edward weiß, wo ich bin. Wenn er auftaucht, kann ich dem Tod nur dadurch entgehen, dass ich sein Messer immer noch habe. Spielt sein Spiel nicht mit. Ihr habt recht. Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugnar Otgrei, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Okay. Entscheidet euch, meine Liebe. Es fehlt nur noch ein Dolch. Ich bin das untot. So. Das ist wo? Wir müssen hier durch. Nannes Lehrling. Das ist hier hinten. Nannes Lehrling? Ist das nicht schon eine andere Aufgabe gewesen? Moment. Im Schatten der Vergangenheit ist das eigentlich. Brücke bauen. Das ist da oben, wow. Das ist auch ganz schön weit weg. Aber wir können scheinbar später schnell reisen, so wie es aussieht. Kohart. Ja. Schnellreise nach Kohart können wir dann. Steinkerzenmine. Turm von Alistar. Wasserhallengrund. Angriff melden. Wir wollten aber eigentlich erstmal Quest Nannes Lehrling machen, ne? Weil das hatten wir schon vorher. Da müssen wir hier durch. Nee, nee. Ich mach nix. Ich klaue nur und so. Wenn das in Ordnung ist. Wahrscheinlich ja. Hallo? Hallo? Wow. Mich alle mit einmal so schön treffen dabei, ne? Du willst Eisscherbe? Was fliegt denn da die ganze Zeit durch die Gegend, ey? Wir müssen dadurch... Dadurch... Agnur Farhal. Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob. Was es zu einem Akt der Güte macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass er es nicht weiß. Soll er den Ruhm genießen? Niemand muss wissen, dass sein Pfeil das Ziel verfehlte. Er hat die Stadt gerettet. Er ist ein Held. Okay. Joa. Agnur Farhal. Dann wollen wir mal, ne? Also. Ey, das müssen wir echt erhöhen, dass wir dadurch mehr kriegen. Das wird ein Spaß hierdurch wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Oh, hi. Du
Da steht er ja. Hallo. Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Fahal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Alles. Es ist nicht viel bekannt über diese Fabelwesen der Ordnung. Sie haben die Welt vor langer Zeit verlassen. Und Ruinen wie diese sind ein Symbol ihrer Herrlichkeit. Ich hatte gehofft, die neugierigen Dorfbewohner durch das Verbreiten von Geschichten über Geister und Unholde daran zu hindern, hier weitere Erkundungen anzustellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sind aber kein komischer Dorfbewohner. Ich bin in der Alchemie bewandert, aber es hat mir nie Wohlstand oder Respekt eingebracht. Ich werde in diesem Leben nur dann zu Ruhm kommen, wenn ich zur Roten Legion gehöre. Wie so viele andere in Gorhard ist sie unfassbar ignorant. Sie sieht nur, was sie sehen will. Ich bin ihr pflichtbewusster Schüler und sie ist meine weise Mentorin. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge, die sie selbst erzählt. Sie wählen sehr bedachtsam aus, wen sie in ihren Rängen aufnehmen. Und sie standen meiner Mitgliedschaft zunächst ablehnend gegenüber. Bis ich ihnen von Nanne erzählt habe. Ihre Entdeckung wird den Rat hier einen hohen Preis erzielen und könnte sogar diesen unglückseligen Krieg entscheiden. Aber das ist für mich ohne Bedeutung. Ich will einfach nur einer der Roten werden. Was ist mit der Formel geschehen? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es ist soweit. Naja. Ach, da kommt ja noch jemand. Ich kann den nochmal ausweichen. Und so. Ja, ich glaube, das war's mit euch. Toll. Und der hat mir nur Gold gegeben. Dann müssen wir es holen gehen jetzt, ne? Bitte. Okay. Und gleich wieder richtig. Aber dafür einer kaputt gegangen. Wow. So einen lächerlichen Bogen. Sag mal in der Karte. Was ist das denn ganz Zeit draußen gerade mit Feuerwehr und so? Ah, wir müssen da hin, ne? Oh, ich glaube, wir können die erstmal erledigen. Hallo? Verreck. Autsch. 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 Und tschüss. Tja. Dann zerstören wir erstmal alles. Die ganze Zeit draußen. Autsch. Autsch. Die sind halt gut, Dinger. Vor allem mit Brand. Also die Abfrage ist auch noch gut. Also ich weiß, wo ich das erste Mal gespielt habe. So weit bin ich nie gegangen. Weil ich dann irgendwie mitten drin aufgehört habe. Okay. Gehst mal hier lang.
Erstmal hier lang gucken. Was ist das denn? Hallo, Wichtel. Nein. Weg sind sie. Aha. Was haben wir denn hier? Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Mhm. Okay. Gucken wir mal. An einem Weg müssen wir wahrscheinlich auch noch lang. Achso, haben wir schon gesehen. Was schon. Tschüss. Da liegt nichts. Die haben nichts. Okay. Machen wir weiter. Können auch anschleichen, ne? In der Regel. Ist hier noch was? Ach, hier kommen wir gar nicht weiter, okay. Verstehe. Ja. Hallo. Boink. Boink. Ach, gibt's so lang. Okay. Oh. Ich glaube, die sind tot. Sieht halt so aus. Mhm. Was haben wir hier? Natürlich Schloss knacken wieder. Okay. Wahrscheinlich wieder nur Mist. Diese Mauern sind gewachsen, wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten, die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele, doch man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Okay. Ich werde den anderen Weg nochmal lang rennen, weil da vorne kommen wir nämlich raus gleich. Deswegen nehme ich einmal den Weg. Wir sollen die Sachen zerstören und wahrscheinlich auch noch zurück. Zumindest wird draußen auch noch was angezeigt. Hier hätten wir vorlangen können. Die sind auch, der ist auch gut. Tschüss. Hier hätten wir vorher gekonnt. Dann hätten wir nicht nochmal zurückrennen müssen. Naja, was soll's. Passiert. Kann man nichts machen. Egal. Also nochmal zurück. Ist eben so.
Vielleicht sollte ich immer gleich zuerst diese Wege lang gehen. Wenn die schon vorher kommen. Und nicht, dass ich nochmal zurückrennen muss. Bisschen doof. Aber das ist eben so. Hier können wir nicht runterspringen. Schade, warum auch immer. War eigentlich eine gute Möglichkeit, trotzdem runterzuspringen. Aber bei manchen Sachen geht es eben nicht. Kann man auch nicht vermeiden. Ist auch schon ein relativ weites Spiel. Ich glaube, da kam man nicht auf so eine Idee. Oder? Okay. Oder Rad. Okay. Wo ist ein Baum vor uns? Achso. Wir sind hier raus. Ah, verstehe. Wir müssen da oben hin. Um die Sachen zu holen noch. Hallo. Au. Au. Verreck. Autsch. Okay. Ein bisschen. Ich glaube, der backt ein bisschen im Boden rum, aber naja. Passiert. Ich gehe erstmal zurück. Denn. Wir machen das beim nächsten Mal weiter. Da ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden werde. Und dann machen wir uns das nächste Mal auf den Weg. Zerstören beide die Kisten und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Bis dann. Ciao, ciao.